So, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer kleinen PES 2014 WM. Wir stecken in der dritten Gruppenphase. Gruppe B, Ägypten gegen Ukraine. Der Crazy ist Ägypten, ich bin Ukraine. Bin der Ägypter. Letzte Gruppenphase, letzte Gruppenphase, letzte Gruppenphase. Yay, dann gibt es wieder Mannschaftsauswahl und ja. Die Aufstellung, Es ist angerichtet. zumindest welche Matches kommen dann halt. Matchaufteilung, bla bla bla. Aufteilung in die. Hier ist Sackgasse. Ballklauer, du! Na, wisst schon. Nee, so nicht. In die. Der Apotheker! Hey! Für dieses Foulspiel gibt's den Freistoß. Lass mein Apotheker in Ruhe! Ausscheidungstabelle, jetzt hab ich's. Genau. Genau. Na komm. Faul! Oder ist der Ballverlust? Genau. Der Mann, 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 Apotheker Mann. War's. Da treibt er den Ball weit vor. Das bedeutet Einwurf. Das ist meiner. Und alle, die bis jetzt so das die WM verfolgt haben, die Gruppenspiele, werden sicher sehen, dass jetzt, oder haben sicherlich rechnen können und haben gesehen, oder werden bemerken, dass jetzt eigentlich Crazy mit Ägypten, ja, gemütlich machen kann, okay, da die weiter sind. Der die Chance vergibt, aber seine Ja, hast du vor uns gesagt, dass die zweimal schon hoch gewonnen haben. Warum hält ja, ihr ihn nicht? Zweimal haben die schon gewonnen. Also, ist jetzt eigentlich egal, ob ich gewinne oder verliere, so oder so weiter, ne? Wenn man das jetzt mal so sieht, oder? Theoretisch schon. Am besten wir halten mindestens Gleichstand. Ne? Weil ja, natürlich. Dann, dann ist es sicher, das ist klar. Ahmed Fatih. Gut gemacht, gut abgefangen. Der Ball kommt durch. Oh ja, maximal abseits. Es ist schon wieder so ein. Ne? Du. Als wenn der Linienrichter permanent dem Ball folgt auf gleicher Linie, ne? Unser lieber Dodge hat geschrieben, ja, bei PES, bei Ahmed Fatih. GTA Online. Da? Der stumme Gast bei GTA das Online. War doch wirklich kein gutes Zeit. Spiel. Hat mir gerade auf PSN geschrieben. Der ist schön durchgekommen. Gute Möglichkeit zu flanken. Und da ist einer und der Audi raus. Boah. Vorbei. Geht auch nur um unsichtbare Wand, hast du gesehen? Okay, er hat sich eine Menge zugetraut. Das sah auch nicht schlecht aus, aber dass aus dieser Distanz der nee. Ball reingeht, das ist schon extrem. In den, wie nennt sich der? Torbefestigungspfosten nenne ich das Ding immer einfach. Torbefestigungspfosten, ja. Ja, ich nenne das Ding so, weil da das Netz irgendwie gespannt ist. Dinge zu heiß, ist eine andere Sache. Er passt ihn in Richtung Eckfahne. Was? Das war vielleicht einen Tick zu früh. Die Entscheidung geht in Ordnung. El Abt. Was mache ich denn? Ja, mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Das ist bei ihm das Problem im Aufbauspiel. Es fehlt die allerletzte Präzision im entscheidenden Moment des Passes. Mist, ich wollte durch. Stark gemacht, der Konter läuft. Oh. Ahmed Fatih wirft den Dribbelturbo an.
Das kann interessant werden. Es sieht gut aus. Wiederholt sich gerade bei mir. Jetzt aber. Er wartet auf die Flanke. Ach. Hast ihn voll daneben gerotzt. Na, ja, ich hab den weggekickt, aber den war wohl dann doch nicht so. War doch keiner von dir, hab ich gesagt, bitte. Soll nicht gehen. Ja, ich war neben dir. Torwart musste erst überlegen. Was mache ich jetzt? Ja, ja, Torwart fauler, du. Nee, der Ball ist weg. Nein, da wollte ich doch gar nicht hin. Yes. Ach, shit. El Mohamadi. Jetzt vielleicht die Chance. Das kostet Kraft. Ach, schau. Chance zu flanken. Mit der Stoppe. Oh. Schau rein. Nicht richtig kontrolliert. Aus nichts geht's schon wieder hier rein. Das ist so ein übelst komisches Spiel und immer BAP. In den 16-Meter-Raum. Damit sorgt er immer wieder für Gefahr. Bim! Boah, Bim. Der war zu lasch. Er hat Bim gesagt. Ja, mein Apotheker. Ja, 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 ja. Mein schöner Apotheker. Der hat's drauf. Geh nicht ran, geh nicht ran. Ah, da muss der Ball besser kommen. Da kann er sich lösen. Boah, du hast dich weggedreht, Alter. Ja, na klar. Yeah. Ja. Ja, weil du immer näher an mich kommst. Und dann geht ja weg. Scheiße. Ja, ich bin zurück. Und da hast du mich halt voll von hinten erwischt. Ja, ehrlich. Versucht es einfach mal. Ach. Der ist doch sonst immer so gut beim Schießen. Ne, du hast aber diesmal so schlecht drauf. Gut abgefangen. Ahmed Fatih. Mit dem Vorstoß. Den hat er sich schön geholt. Ich bin gespannt, was er daraus macht. Ne? Ja. Und weg ist der Ball. Bah! Abgefangen. Hoher Pass nach vorn. Das kann interessant werden. Nein! Und yeah! Der ist drin. Jetzt also beginnt dieses Spiel endgültig. Treffer versenkt. In einem solchen Duell kann ein Torhüter praktisch nicht gewinnen. Erst dachte ich, nö, aber dann doch. Der hat einfach gepasst. Ganze Zwillinge da im Publikum. Sie gehen mit 1:0 in Führung. Sie haben das Tor gemacht. Jetzt müssen Sie einfach versuchen, den Gegner zu dominieren und Ihr Spiel durchzubringen. Da ist die Chance zu flanken. Ach. Und da ist einer zur Stelle. Ach, ich hab immer so einen Reflexkreisdruck, ne? Irgendwie. Nee, ich hab nicht Kreis gedrückt, ich hab abgeben gedrückt. So, als wenn du da voll drauf rotzt. Na, ah, drin! Da! Der Torwart! Schade, so ein Tor zu kassieren. Noch der drin! Ab und zu passiert's eben.
Der Torwart guckt den Ball auch noch hinterher, ne? Ach, was sogar Torwart hast... dir? Ja, eigentlich hast du den erwischt, aber irgendwie dann doch nicht. Weil es war ein ganz knappes Ding. Eigentlich hast du geschossen, mehr oder weniger. Ich habe nur angenommen, ne? Ich hab den so mit der Hacke irgendwie noch erwischt und deshalb Eigentor. Schon. Oh, der Gegner hat ihn. Na, wie soll denn sein? Er versucht die Lücke in der Abwehr zu finden. Und er zieht ab. Ah, gute Verteidigung. Geht hoch herein. Lauf, lauf, lauf. Wichtige Aktion des Abwehrspielers. Das geht ja so nicht hier, ne? Auf das Ding hat er gewartet. Boah, Alter. Ah, gute Verteidigung. Das gibt's doch nicht. Und er klaut ihm das Leder. Das sieht gut aus. Mein Gott, das geht ja hier zu wie beim Flipper-Automaten. Wie kann der den Ball denn so verspringen lassen? Oh. Die Abwehr greift hier rechtzeitig durch. Ein langer Lauf Richtung Tor. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Gute Aktion vom Mann im Tor. Wunderschöner Dribbling. Der Ball und er verschmelzen zu einer Einheit. Aber er nutzt diese Chance nicht. Und um die Ecke kümmert sich... Mit dem kurzen Ball. Er versucht ihn reinzuspielen. Oh, macht der denn? Oh. Es gibt viele Optionen. Welche wählt er? Bum, bum, bum. Scheiße, stehen da überall welche? Ach, scheiße. Du kurz. Jetzt müssen sie sich neu orientieren. Gutes Defensivverhalten. Boah. Jetzt hat er die Chance. Naja. Yeah. Die wichtige Führung. Ist das sowas wie die Vorentscheidung? Sie hatten doch den Ball. Sie hätten das Spiel. Na, Quietschi. Na, Quietschi-Entchen. Hab ich jetzt lange genommen. Die Strafe, die auf dem Fuße fällt. Ja. So. So. Na dann. Schwach gespielt und weg ist die Kugel. Och, ich werde mal verstehen. Der Ball kommt durch. Flanke. Was macht er denn? Warum bleibt er denn stehen? Gutes Defensivverhalten. Da kommt die Hereingabe. Macht er gut. Ach du Sau! Wieso machst du das? Das ist der Halbzeitpfiff und das bedeutet Mann. Der ersten Hälfte. Dieses Eigentor ist ein kleiner Fleck auf einer ansonsten überzeugenden ersten Hälfte. Allerdings mit einem solchen Fauxpas sollte man nicht in Serienproduktion. Dreimal hat's gerappelt in der ersten Hälfte. 2:1 der Spielstand. Auf geht's zur zweiten Hälfte. Die Abwehr greift hier rechtzeitig durch. Nee, so nicht. Posli spielt das Ding lang. Oh. Und da ist der Ballverlust. Wow, wow. Schon läuft der Gedanke. Er trifft! Ja! Yeah. Ich wollte halt mal wieder, ne? Exzellent macht er das, dieser Strolz. Das ist die hohe Fußball. Bei dir klopft. Naja.
Ja. Hört man, was du da gerade am machen bist. Was bin ich denn am machen? Ja, weiß ich ja nicht. Kriegst du? Es macht nur. Na, ist gut so. Nee, ist nicht gut. Warum nicht? Du magst keine Nebengeräusche, machst aber gerade sehr viele davon. Und damit sind sie jetzt 2-4. Jetzt sieht es gut aus, aber die endgültige Entscheidung ist das noch nicht. Dafür haben wir im Fußball schon zu viel erlebt. Wunder. Das kann interessant werden. Er passt ihn rein. Oh, was ist denn das? Ahmed Fatih. Sieht ja sehr nett von dir. Renn schneller! Pass stehen sie sich selbst im Weg. Die Idee bei diesem Pass war nicht schlecht, aber die Augen. Oh, Alter, hast du jetzt ein Schwein gehabt, dass der nicht reagiert hat. Und er klaut ihm das Leder. Nein! Na, was mach ich denn? Keine Ahnung. Jetzt ist Übersicht gefragt. Oh. Gut gemacht, gut abgefangen. Für dieses Foulspiel gibt es den Freistoß. Du böser, du. Ach. Oh, ja. Ey, komm. Legt sich gleich auf die Fresse wegen so einem kleinen Scheißding da. Denke ich. Tschüss. Tja. Da treibt er den Ball weit vor. Es sieht gut aus. Da geht er durch. Keiner reagiert hier. Der für Torgefahr pur steht. Und sie lassen ihm alle Freiheit der Welt im 16-Meter-Raum. Absolut unverständlich. Na, da muss der Ball besser kommen. Ui. Er versucht ihn da durchzuspielen. Ja. Und es gibt Abstoß. Wird eine Ecke. Aha, von wegen. Was? Hä? Sven, mach doch mal. Schlag nach vorne. Na klar. Joa. Und. Ach, bam. Sau. Der hat jetzt einfach gepasst. Der war einfach. Ich hab meine komplette Mannschaft geschlagen. Ich hab gedrückt, aber. Ja, ich hab vom Mittelfeld aus. Ne, ne, die sind schon gelaufen. Aber die sind stehen geblieben, ne? Hä? Das ist wohl jetzt auch toll. Die sind schon gelaufen, aber halt stehen geblieben. Ja, da, genau auf, weil, wo der Strafraum anfängt, ist da einer stehen geblieben. Sonst hättest du den Ball abgefangen. Und damit sind sie jetzt 3-4. Schwacher Ball, leicht abgefangen. Hier ist Sackgasse. Und er klaut ihm das Leder. Oh! Was? Offensichtliches Foul, Alter. Nicht für sich entscheiden können. Den hat er. Jetzt könnte er flanken. Na, dann mach mal. Option. Nur die Hereingabe war nicht. Mann. Aua. Gut abgefangen.
Das ist meiner. Sag ich doch. Er schickt ihn an die Grundlinie. Jetzt kann er die Flanke bringen. Mein Gott, das geht ja jetzt so wie beim Flipper-Auto. Ja, das gibt jetzt noch ein Dings, ne? So, eigentlich muss ein Foul, ne? Oh, na ja, gut. Du bist nur gestolpert. Schwach gespielt und weg ist die Kugel. Sie suchen nach Räumen. Der Ball kommt durch. Versuch's mit der Reihe. Oh. Ecke. Und in der Mitte winken seine Jungs. Ecke. Immer schön zu mir. Ein Kopfball. Oder auch nicht. Nicht ganz. Aus der Aktion wird nichts. Ach Scheiße. Da wird er vom Ball getrennt. Jetzt müssen sie sich neu orientieren. Ach toll. Ach, Einwurf. Mach ich denn? Da ist doch gar keiner. Oh, doch. Und sie spielen den weiten Ball. Oder spiel den Ball hoch rein. Und, also, Ägypten und Italien sind so deine Mannschaften, ne? Ey, Ägypten, ne? Darfst du ja keinem erzählen, ne? Das sieht bloß hier noch, aber okay. Nein! Und! Tor des Hellwach hat nur schon 4 Tore reingelassen. Hier keiner. Ach, ist das doof. Ach, komm, geh weg. Ach, Scheißendreck. Nee, der Ball ist weg. Noch. Er versucht, den Ball reinzuflanken. Digga. Nee. Deiner war dran. Gar nicht! Der ist abgeprallt von dir. Nee, von dir. Der ist über mich drüber geflogen bei deinem Spiel abgeprallt. Gar nicht, Cheater. Doch. Ja, das war der Schiri auf meiner Seite. Seite zieht Cheat. Der letzte Ball kommt nicht an. Machst du einfach deinen Fuß auf Ball? Machst du einfach Fuß auf Ball? Warum du machen Fuß auf Ball? Weil ich kann. Weil du kannen, können. Zu flanken. Och, wo schießt er denn hin? Das für eine Pflaume. Da. Reicht's. Oha. Ey, was? Och. Freunde, so nichts. Och, das gibt's doch gar nicht. Aber Digga! Das ist der Lupfer! Da kommt er zu sehr in die Lage.
mit einem sensationellen 5-Sterne-Dribbling am Ende. Latte! Müssen wir mal gucken, ob er da einen Zuschauer abgeschossen hat. Hä? Das hat null Sinn ergeben, was der da labert. Ey! Ganz auf sich allein gestellt gegen eine Gegner. Aber Digga! Und ja! Dieses Spiel ist lange entschieden. Es ist jetzt wieder schon vom Tisch, ey. Digga, was ist denn jetzt? Hat jetzt ein Joypad runtergeschmissen. Was für ein schlimmer Fehler des Torhüters, aber Kompliment auch an den Stürmer, der nicht abgeschaltet hat. Ja, ganz super teuer. Was? Na was? Die Ägypter halt, ne? Ägypten in Crazy Händen. Ja, also irgendwie, ne? Jetzt gibt's doch noch einen schönen Streifen hier. Wenn du die nachher in der K.O.-Phase hast und du haust die raus, ey, dann, ne? Warum soll ich die haben? Du verlierst mit denen. Ja, weil auch eine Mannschaftsauswahl kommt. Ja und? Oder nicht? Ja. Warum soll ich da Ägypten nehmen? Bin ich bescheuert. Wisst ihr ja vorher nicht. Das dürfte Einwurf geben. Hä? Also. Na, ist doch wieder Zufall, Dingens, Bums. Ja, die Mannschaftsauswahl ist doch nicht Zufall. Das war doch wirklich kein gutes. Bist du sicher, was ich meine? Boom. Jetzt vielleicht die Chance. Die Mannschaftsauswahl ist doch kein Zufall. Da kann, wenn du Ägypten wählst, hast du Ägypten. Diesen Ball unter sie. Hier ist natürlich Ägypten gegen Italien, dann musst du halt eine Mannschaft abgeben. Ja, das ist die kurze Variante. Gute Flanke. Ah, gute Verteidigung. Kam so geil, die Flanke. Ach du Sau. Er nimmt den weiten Weg. Oh Mensch, ey. Das ist so sinnlos mit der Mannschaft, echt. Vielleicht noch eine letzte. Da geht der Ball nach vorn. Macht er gut. Und da ist der Schluss. Boah, wer die Ukraine und die WM geholt hat, ey. Hä? Wer die Ukrainer und die WM geholt hat, ey. Übel. Warum haben die überhaupt eine Mannschaft, ey? Boah. Boat. Naja. 5-1. Ja, die haben bis jetzt Ukrainer einmal gewonnen. Ja. Das war gegen Paraguay, 4-1. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder auf Twitch und morgen auf Play Gamers Check.